Hallo und willkommen zum weiteren Video auf diesem Kanal, sofort und gleich. Und heute zeigen wir euch mal wieder den heutigen Daily Shop. So, ganz zu Anfang, Leute, wollte ich euch erstmal was zeigen, was ich Siri gefragt habe. Und zwar habe ich ja unseren Kollegen hier, unseren Waschbär. Der nicht in der Kamera ist. Doch. Oh, jetzt doch. Unser Waschbär, ne? Sag mal, was? Was? Perfekt. Das ist unser Waschbär. Und Leute, Siri, kannst du mir die Bedeutung von Waschbär sagen? Waschbär bedeutet besonders in Nordamerika vorkommender, kleiner, grauer bis schwärzlicher Bär mit kurzer Schnauze und langem, buschigem Schwanz, der seine Nahrung ins Wasser taucht und mit waschenden Bewegungen zwischen den Vorderpfoten reibt. Ich lese euch das mal laut vor, weil das war, glaube ich, nicht klar. Substantiv maskulin. Besonders in Nordamerika vorkommender kleiner, grauer bis schwärzlicher Bär mit kurzer Schnauze und langem buschigen Schwanz, der seine Nahrung ins Wasser taucht und mit waschenden Bewegungen zwischen den Vorderpfoten reibt. Jo. Irgendwann trifft es auf euch zu? Klar. Ja? So, also. Okay. Aber nochmal, lass uns das gleiche mal mit Tigern fahren. Das ist. Ey. Siri, kannst du mir die Bedeutung von Tiger sagen? In Asien heimisches, zu den Großkatzen gehörendes, sehr kräftiges, einzeln lebendes Raubtier von blassrötlich-gelber bis rotbrauner Färbung mit schwarzen Querstreifen. Möchtest du den verbleibenden Eintrag hören? Ja. Katze mit Tigerfärbung, getigerte Katze. Getigerte Katze. So, warte mal, ich möchte mal das eine hören. Wiederholen. Katze mit Tigerfärbung, getigerte Katze. Nochmal bitte alles wiederholen. In Asien heimisches, zu den Großkatzen gehörendes, sehr kräftiges, ja. Einzeln lebendes, genau. Raubtier, kräftiges. Von blassrötlich-gelber bis rotbrauner Färbung mit schwarzen Querstreifen. Genau, da oben. Seht ihr es, Leute? Besonders kräftiges, ja. Und ich habe einen buschigen Schwanz. Alles klar. So, okay. Okay, wir gehen jetzt in den Daily Shop rein. Der Hübner. Ja, Leute, heute. Neu. Sogar ja. Mehrere, wir haben mehrere neue Sets hier. Jo, okay, let's go. Hypnor, 9 von 10, ist ziemlich nice eigentlich. Hast du überhaupt das andere schon gemacht? Nope. So, okay, dann muss ich das jetzt übernehmen. Ja, Leute, dann können sich das mal ganz kurz strecken. So, ja gut, was gebe ich dem Hypnor? Also ich finde den Hypnor okay, ich finde ihn jetzt nie so krass. Deswegen kriegt der Hypnor. Deswegen kriegt der Hypnor von mir 7 von 10. 7 von 10? Ja. Okay. 7 from 10. So. Vergleich. Ui. Das ist doch mal. Die meisten sind hier eher in deiner Richtung, so wie es aussieht. So, ja, dann schauen wir doch mal. Der Shop wird sehr, sehr gut von mir bewertet, by the way. Dann schauen wir doch mal, das war das da, ne? Ja. Erstmal gucken, ob das auch richtig eingestellt ist. Nein, natürlich wieder nicht. So. Und. Ach Gott, ja gleich. Wo ist er denn, der Hypnor? Wo ist er denn hier? Mesmer heißt er hier auf Englisch. Okay. Warum haben wir Kodierung belastet? Was ist denn los? 4 von. Warte mal, fünf. Ich mal gucken. Was denn? Okay, ist gut. Okay. Ja, dann, ja, das war's. 4 von 5 beim Hypnor. Ich leite das jetzt erstmal, okay? So, okay. Dann kommen wir zum Sonnenvogel. Der Sonnenvogel! Ja, 7 von 10. Zoom mal weiter ran. 7 von 10. 7. Jetzt dreh nochmal zum Gesicht. Dreh nochmal bitte zum Gesicht. 7 von 10. Ja, ich denke, das passt. Ja. 7 von 10. Ja, was hat denn der Sonnenvogel aktuell hier? Sunbird. Der Sunbird. Kannst du dich noch an die eine erinnern? Wie heißt denn das? Sun, irgendwas von Skylanders. Sunburn. Sunburn. Boah, da warst du so ein Fan von. Sunburn war geil. Und ich auch. Skylanders, Sunburn. Ja, mega. So. Ja, Leute, by the way, wir beide hatten so unfassbar viele Figuren. Die ganzen Limited Editions von den Figuren, wie zum Beispiel Molten Dog und sowas. Von Hotdog, oh, das war so krass, noch gleich.
ne? Scarlet Nen Genie. Ich wollte gerade sagen, oh. Scarlet Nen Genie. Oh. Haben wir extra aus Amerika kommen lassen damals. Ja, mussten wir noch zum Zoll. Wir mussten noch zum Zoll. Und es war vor allen Dingen, Leute, diese Pakete, ne? An alle Leute, die Skylines gespielt haben, ihr wisst, wie teuer das ist alles. Und wir haben uns ständig sowas geholt. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Wir haben so unfassbar viele Figuren gehabt. Und wir haben so eigentlich fast, wir haben sogar zum Schluss diesen Skelett-Dings da. Och, boom, 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 boomer, boomer. Nein, nicht der Boomer. Den Boomer hatten wir nicht gehabt, sondern da gab es diesen mit der Skelettkette da. Skelett Skylanders. Und das Scheißding hat, glaube ich, alleine 60 Euro gekostet, ja, oder so. Irgendwie sowas. Boomer. Das. Das war erste. Das ist total selten gewesen. Ja, ich weiß, den haben wir ja gekauft. Boomer war halt selten. Boomer? Ja, Boomer war auch selten, aber Boomer, der hat, glaube ich, sogar 100 Euro gekostet. Boomer, das ist ja egal jetzt, aber Boomer. Oh. Ja, da hast du ihn sogar zwischendrin gehabt. Ja, Boomer ist halt. Leute, damals auf jeden Fall. Vor allem beim Zoll. Leute, vor allen Dingen beim Zoll, ne? Wir hatten ein Paket voll komplett mit Figuren gekauft und da waren irgendwie 5 oder 6 Figuren auf einmal drin, ne? Weil wir uns einfach mal wieder neue Figuren kaufen wollten. An alle Leute, die damals Skylanders gezockt haben, ihr kennt das bestimmt. Geht er gleich? Das Skylanders war krass. Boah, es war mega geil. Es hat zwar viel gekostet, aber es ist halt mega geil. Das Problem war einfach nur, dass du die Abenteuer nicht spielen wolltest. Ja. So, Axtech. So, was hältst du von der? Oh, 6 von 10. Ich war gerade zwischen 7 und 6 von 10. Von mir kriegt sie auch 6 von 10. So, zeig erstmal, was haben wir da? Axtech? Auch. Oh, okay. 3 von 5. Alles klar. Warte, da war doch noch mehr. Das ist noch der Gleiter. Natürlich ist der Gleiter noch. Ja, der Gleiter 10 von 10, Leute. Auf jeden Fall. Von mir kriegt der 9 von 10. Ich finde ihn auch ziemlich geil. Aber. Für 10 von 10 reicht es bei mir jetzt nicht. Da. So. Oh, da hat noch gar kein Rating. Okay. Dann nächstes, dann zwar kommen wir zum Abstract. Abstract. So, ja, wie findest du den? Ich finde den ja damals, fand ich den schon ziemlich nice. Der kam erst Season 4 raus, glaube ich. Ich glaube Season 4, es müsste Season 4 sein, Leute, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Auf jeden Fall Season 4 müsste das sein. Wie viel gibst du den? Er kriegt von mir. Ich finde den Backpack so geil. Von mir kriegt er 5 von 10. 7 von 10. Ich bin jetzt nicht so ein mega Fan von. Heute hau ich mal mehr Punkte raus dazu, ne? Ja, so wie es aussieht. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Okay. So. Ja, wie viel? 3,26 von 5. Bei wie viel? Für 42 Tore. Ja. Oh. Dann kommen wir zum Nachteule. Nachteule. Geht. Sieht halt aus wie so ein alter römischer Stab. Ja, es ist okay. Also ich. Galgenvögel. Ich sag's mal so, nein, er kann ich nicht auf die Bewertung gucken. Ich würde sagen, ich gebe dem mal. Ich gebe dem sowieso immer das gleiche, glaube ich. Ich glaube, ich gebe dem jedes Mal 7 von 10. Ich gebe dem 8 von 10. Irgend sowas, 7 von 10 gebe ich dem. 3,92 von 5 bei 12 Votes. War ja schon 10 Mal drin gewesen. So, dann kommen wir zum nächsten. Ach, warte mal. Schwer beschäftigt. Schwer beschäftigt. Boah, geil. 10 von 10, das ist einfach nur heftig. Das ist einfach nur ultra geil, was für Clips damals entstanden sind mit dem Ding. Also, ich gebe dem schwer beschäftigt 8 von 10. Okay. Ja, 4,22 von 5 bei 18 Votes. Dann kommen wir zum. Überfliegerin, da weiß ich wieder, du magst sie nicht. Ich finde sie gar nicht so schlecht. Ich hab die noch nie im Shop gesehen. Doch. Ich war schon ein paar Mal mit dem Flieger, der auch die Menschen. Zweimal war ich drin. Einmal heute und einmal bei dem anderen. Und einmal am 12. Dezember. So oft habe ich sie schon gesehen. Echt? Ist sie nur einmal bis jetzt sonst drin? Ja. Was? Ich hab die nie gesehen im Shop. Ich war da wahrscheinlich ziemlich abwesend. Wann war das? 12. Dezember. Was war das für ein Datum? Kurz vor Weihnachten. Bist du witzig. 12. Dezember war Mittwoch. Das war 2 Wochen vor Ferien. So, also. Was gibst du denn der Überfliegerin?
7 von 10. 6 von 10 kriegst du von mir. 3,29 von 5 bis 7 von 10. Ja. Dann kommen wir zum Lass es regnen, den findest du ja mega geil. Da könnt ihr richtig viel Geld schäden lassen. Das ist cool. Guck, normalerweise gibt es so viel Geld, ne? Und jetzt kommt sowas. Mhm. Ja, auch sowas gibt es leider. 10 von 10. 10 von 10. Ja. Das ist einfach heftig. Der wurde Season 3 released. Oder Season 2? Season 2 oder 3? Ich weiß noch, du warst damals schon so fasziniert von dem Ding, als der rauskam. Ich war von so einigen fasziniert, was rauskam damals. Ich war von den Updates damals noch fasziniert. Na ja, gut, die letzten Updates waren eigentlich ganz positiv. Los, was sagst du? So, ich gebe dem 8 von 10. 8 von 10, okay. Ja. Der müsste gute Bewertung bekommen. March, also im März ist dann Season 3, müssen das sein. Also Make It Rain, 4,08 von 5 bei 12 Votes. Dann noch Hot Rod. Oh Gott, das sieht schlimm aus. Tut mir leid, aber das ist richtig schlimm. Oh, aber da oben im Totenkopf. Ja. 2 von 10. Ja, wollte ich auch gerade sagen. 2 von 10 kann man dem Ding mal geben, aber 2, viel mehr. 4,3 von 5 bei 7 Votes. Ja. Ist ein halt extrem OG-Gleiter, 2017, im November 2017 released. Seitdem 11 Reminders, 19 Mal drin gewesen. Das muss man sich mal überlegen, guck mal. Das Ding war 19 Mal drin, 7 Votes gab es nur drauf und 11 Reminders. Da weiß man schon, wie scheiße das angekommen ist. Schreien der Schäden. Würde ich mich selber lecken. Aber, und ein Kommentar freuen. Schreibt. Siri, kannst du mir die Bedeutung von Waschbär sagen? Das ist das Resultat, mein... Siri, kannst du mir bitte die Bedeutung von Waschbär sagen? Waschbär bedeutet, besonders in Nordamerika vorkommender, kleiner, grauer bis schwärzlicher Bär mit kurzer Schnauze und langem, buschigem Schwanz, der seine Nahrung ins Wasser taucht und mit waschenden Bewegungen zwischen den Vorderpfoten reibt. Lange, buschiger Schwanz. Ja, alles klar. So, okay. Ja. Und Tigerwissen stark. Ja, alles klar. Man kann sich da nochmal ganz kurz anhören. Siri, Siri, kannst du mir die Bedeutung von Tiger sagen? Alles klar. Kannst du mir bitte die Bedeutung von Tiger sagen? In Asien heimisches, zu den Großkatzen gehörendes, sehr kräftiges, einzeln lebendes Raubtier von blassrötlich-gelber bis rotbrauner Färbung mit schwarzen Querstreifen. Ja. Stimmt sogar. Was denn? Rot-gelblich mit schwarzen Querstreifen. Ja. So, also wenn es euch gefallen hat. Und ein Kommentar von bis dahin, haut noch rein. Tschüss.